Dann drehen wir sie einmal quasi das dahin und so. Das dahin und das dahin. Du bist das Rechte noch mehr nach rechts, bitte. Also bei den Straßen hat mich die Geschichte interessiert, auch unseres eigenen Landes und wie sich das in der Architektur niedergeschlagen hat, in der wir uns immer alltäglich bewegen. Bei den Dschungeln ging es schlussendlich um so eine eigene Position, mehr vielleicht mental oder geistig. Bei den Museumsfotos ging es auch um Geschichte, aber und auch darum, wie die Kunst irgendwie überlebt oder wie die quasi lebendig bleiben kann in den Depots, die da die Museen sind. Und jetzt bei dieser Thematik, da geht es mir im Grunde genommen um diese Grenzwertigkeit von Fortschrittsglauben, der sich auf ein bestimmtes Feld begrenzt. Also Fortschrittsglauben im Sinne von Weiterkommen durch Technik und Wissenschaft, ja, was ich irgendwie in gewisser Weise darstellen will, aber auch in Frage stellen will. Und so sind diese verschiedenen Serien oder Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, für mich immer so ein Teil von den Dingen, die mich einfach im Leben beschäftigt haben bis jetzt und die aber auch vermutlich oder so stelle ich es mir vor, auch viele andere Leute angehen und uns allgemein betreffen.